Jetzt geht's um den Bass im Ford Transit. Ab 2013 zeigen wir euch, wie man hier einen Underseat-Woofer mit 25 Zentimeter Membranfläche einen richtig schönen Bass in den Transit zaubert und das mit gar nicht so viel Aufwand. Bleibt mal dran, ich zeig's euch. Jetzt haben wir ja schon zwei Videos für den Ford Transit ab 2013 gemacht, wo wir einmal das Doppel-DIN-Autoradio einbauen, damit der Sound erstmal von Grundfesten richtig gut werden kann. Und wir haben auch schon eine Fahrzeugdämmung und Frontlautsprecher eingebaut. Und jetzt kommt ein drittes Video über die Installation eines Underseat-Woofers, also einen Subwoofer, den wir unter den Sitz bauen. Und damit haben wir mal richtig Bass zusätzlich. Und wie man das Ganze einbaut und was da alles benötigt wird, zeige ich euch in diesem Video. Einige Zuschauer von euch fragen uns immer in den Kommentaren, ja, was kostet das? Wir haben für euch eine extra Videoseite von ARS24 eingerichtet. Da zeigen wir euch immer ganz genau, was kosten die Sachen. Ihr habt einen direkten Link drauf. Und diesen Link zu der Videoseite haben wir immer im Videobeschreibungstext ganz oben mit drin, also die ersten paar Zeilen, da findet ihr das gleich. Und da habt ihr alles im Überblick, was die einzelnen Komponenten alles kosten. Bei unserem Woofer handelt es sich um den Underseat Woofer Option Drive 10 UA. Das ist ein 25 cm Membran in einem Alu-Druckgussgehäuse drin. Ist extrem stabil, das braucht er auch, weil er in sehr kleinem Gehäuse funktionieren muss. Also darf hier nichts nachgeben. Und der ist halt auch extrem flach. Der passt in viele Fahrzeuge rein. Wir haben hier mit dabei eine ansteckbare Fernbedienung mit Kabel, wo man dann also den Pegel später mal laut und leise machen kann, wenn man das überhaupt braucht. Das zeige ich euch in diesem Video. Wir haben einen kompletten Kabelkit für Stromversorgung mit dabei und wir haben hier eine Cinch-Leitung, die wir verlegen, weil wir ja ein neues Nachrüstradio drin haben, das Cinch-Ausgänge für einen Subwoofer extra hat und genau so schließen wir es auch an. Und mit unserem Durchzugsband, das zeige ich euch gleich, für was wir das brauchen. Aber dann lasst uns anfangen, das Ding mal einzubauen. Unseren Subwoofer werden wir jetzt direkt unter die Beifahrersitze machen, also unter die Beifahrersitzbank. Die Stromversorgung holen wir unter einen von den beiden Batterien unter dem Fahrersitz. Und wer jetzt keine Cinch-Leitung reinlegen kann, also bei uns gibt es eigentlich gar keine andere Variante, deswegen bauen wir jetzt diese diese Pegelfernbedienung nicht ein. Die liegt im Lieferumfang von unserem Subwoofer mit dabei. Die ist dann gedacht, wenn ihr ein Originalradio habt, wo keinen separaten Subwoofer-Ausgang habt und ihr somit den Subwoofer nicht separat regeln könnt. Deswegen gibt es hier so eine Kabelfernbedienung, die könnt ihr anstecken, die Fernbedienung irgendwo hinmachen, wo es euch taugt und von da aus könnt ihr dann immer laut und leise machen. Wir machen jetzt aber zusammen erstmal die Cinch-Leitung vom Autoradio Richtung Subwoofer und da fangen wir oben am Autoradio an, das haben wir bereits vorgelegt. Die Cinch-Leitung für unseren Subwoofer, die müssen wir jetzt unter oder hinterm Handschuhfach bis zur Seite, bis zur Beifahrerseite rüberlegen, um das Kabel dann nach hinten zum Subwoofer zu legen. Jetzt können wir unser gelbes Durchzugsband wieder nehmen, machen unser Handschuhfach auf und können unser Kabel schon mal bis hier runter durchziehen und hängen das da dran. Und von hier aus können wir jetzt das Kabel wieder ganz rüberziehen, rechts unter der Verkleidung. Und dazu müssen wir jetzt auch die Teile hier kurz wegmachen und das hier lässt sich auch ganz leicht wegklippen. Darunter sind nämlich zwei Schrauben. Die müssen wir lösen und dann können wir das Seitenverkleidungsteil so weit abnehmen, dass wir das Kabel schön durchziehen können. So. So. Das können wir hier so hängen lassen, weil wir brauchen jetzt nur noch unsere Cinch-Leitung noch ganz darüber ziehen. Und dann sind wir schon ganz rechts und sind hinterm Handschuhfach schon dran vorbei. Und von hier aus können wir unser Kabel direkt unter dem Teppich anlegen und bis nach ganz unten fahren. Und von hier aus können wir jetzt das Cinch-Kabel nehmen und unter der Verkleidung
bis unter den Sitz legen. Hier unten ist eine fingergroße Öffnung, da können wir das Kabel direkt unten durchschieben und von innen am Sitz wieder abnehmen. Und schon haben wir das Kabel da, wo wir es haben wollen. Damit wir zur Kabelverlegung optimal drankommen, machen wir die Verkleidungsteile hier einfach auf. Das muss man nur nach oben wegschieben. Und dann haben wir es schon in der Hand. Da ist auch unser Cinch-Kabel, da kommt unser Woofer rein. Und die Seitenverkleidung, die ist auch nur dran gesteckt. Den Sitz müsst ihr ganz vormachen, damit wir hier ordentlich drankommen. Da braucht man eine 8er Nuss zum Aufmachen von 2 Schrauben. So, Nummer 1. Dann können wir nämlich dieses Blechteil hier rausnehmen. Das hält alles nach unten und ist auch nur vorne mit dem Teil hier unten drunter reingeschoben. Also man kann das komplett rausnehmen. Dann können wir den Minus-Verkleidungskasten hier, den können wir aufmachen und das ganze Kunststoff hier oben drauf nach hinten rausziehen. So, und jetzt haben wir schon Zugriff auf unsere kompletten Batteriepole, Plus und Minus von einer. Und jetzt machen wir noch das hier auch noch weg. Auf diesem Kunststoffteil sind 2 Nietköpfe, die sich recht leicht demontieren lassen. Einmal wegziehen und dann haben wir den Nietkopf auch futsch. Genau. Und jetzt können wir nämlich mit dem Schraubenzieher hier unten reinfahren und das Kunststoff hier aushebeln. Und jetzt haben wir das ganze gute Stück in der Hand. Die Nieten könnt ihr ja praktisch rückstandslos wieder rausmachen. Die sind ganz leicht zum Wegmachen. Und wir haben natürlich auch Nieten und eine Nietzange im Webshop drin, dass ihr das auch problemlos wieder annieten könnt, wenn ihr das wollt. Weil eigentlich, das hebt auch so, das ist richtig reingespannt hier, das hebt auch so. Also könnt ihr selber entscheiden, wie ihr es macht. Das Massekabel und das Pluskabel können wir jetzt hier nehmen und von hier hinten drinne durchlegen in den Batteriekasten mit rein, samt Sicherungshalter, und können das hier nachher auf Plus und Minus anschließen. Aber wir machen jetzt erstmal die Stromversorgung, Verlegung, machen wir fertig. Und dazu können wir natürlich auch hier unsere Kabel ein bisschen zusammenbinden, dass, wenn wir die jetzt hier unten durchziehen, dass das einfach alles beieinander ist. Das Pluskabel ist im Kabelkit so lang, dass es normalerweise bis in den Motorraum reicht, was wir jetzt aber gar nicht brauchen, weil wir die Batterie direkt hier haben. Wir können das entsprechend kürzen, wenn wir wollen, und machen hier einen neuen Quetschverbinder dran, der das nicht unnötig lang macht. Und hier quetschen wir jetzt einfach einen neuen Quetschverbinder drauf, den wir jetzt hier mit dem Plus anstecken können. So. Dann tun wir nochmal alles zusammenwickeln. Im Lieferumfang von unserem Aktivwoofer ist auch ein Signalabgriffskabel mit dabei, was wir jetzt in dem Fall nicht brauchen, weil wir unser Signal vom Autoradio mit Cinch-Leitung bekommen. Das wäre aber hier soweit vorbereitet und auch für jeden nachvollziehbar zum Installieren mit allem, was er braucht. Hier zusammenstecken, Plus und Minus, und Plus und Minus von rechten und linken Kanal abgreifen am Autoradioausgang, der keinen Cinch hat. Und damit wäre dann praktisch das Signal hier. Und wer das Signal so abgreift, der braucht auch kein Remote-Kabel, wie wir es jetzt brauchen. Weil das Remote-Kabel, das schaltet unseren Subwoofer ein und aus. Das brauchen wir nicht, wenn wir dieses Signalkabel verwenden, dann funktioniert es alles automatisch. Wir müssen jetzt noch unser Signalkabel zum Autoradio natürlich hochlegen. Jetzt können wir unser Massekabel direkt mit auf den Batteriepol mit draufklemmen und auf unser Plus. Jetzt brauchen wir bloß noch das gelbe Powerkabel auf den Pluspol klemmen. Samt Sicherungshalter können wir das Ganze jetzt hier unten im Batteriekasten unterbringen. Die Verkleidung, die wir vorher weggenietet haben, die wird hier unten eingehängt und so reingefahren. Also die hält wirklich an sich schon richtig gut. Man muss es nicht unbedingt vernieten, aber wie gesagt, wer will, der kann das machen. Die Kunststoffteile, die führen wir jetzt wieder so ein, dass die nach vorne unten gehen. Und dann müssen wir die nach vorne unten drücken und nach vorne schieben. Und dann ist es auch drin. Aber wir bauen es halt genauso zusammen, wie wir es auseinandergebaut haben. So rum.
Wer jetzt ein bisschen aufpasst hat, hat natürlich gerade mitgekriegt, dass wir das völlig vergessen haben, die Remote-Leitung reinzulegen. Die habe ich jetzt gerade nochmal rückwärts reingeklickt, weil die kann man natürlich mit der Cinch-Leitung entsprechend verlegen. Und das ist unsere Remote-Leitung von unserem Aktiv-Subwoofer. Und das ist die Remote-Leitung aus unserem Autoradio raus. Das heißt, dieses blau-weiße Kabel hat 12 Volt, wenn das Autoradio an ist, und 0 Volt, wenn es aus ist. Und hier haben wir bereits schon unseren Splitter vom Antennensignal mit drauf gemacht. Wir können das Ganze jetzt zusammenstecken, indem wir diese Sachen einfach komplett zusammenstecken. Dann haben wir nämlich unseren Abzweiger auch schon drin. Und jetzt haben wir alles angeschlossen und können das Kabel wieder hier hinten reinmachen und fertig. Wo genau ihr jetzt den Woofer hier unten befestigt, das ist ja euch soweit überlassen. Wir können den jetzt hier ganz entspannt zum Beispiel hierher machen. Oder ihr könntet den auch drehen und so her machen. Das ist ganz nach euch, je nachdem, was ihr vielleicht hier unten noch für Nutzen habt. Wir machen den jetzt einfach hier so rein und stecken alles an. Die Cinch-Leitung. Die Stromleitung und ansonsten haben wir noch die Remote-Leitung. Die müssen wir auch noch hier hin machen, zusammenstecken. So. Und zum Thema Einstellungen hat uns beim letzten Mal auch der Christian Maisch darauf hingewiesen. Da habe ich nämlich gesagt, jetzt macht ihr das Gain einfach komplett auf und lasst es einfach so. Der hat natürlich ganz recht, natürlich nicht unbedingt immer ganz aufdrehen, sondern eigentlich tatsächlich Linksanschlag lassen und erstmal schauen, wie der Woofer ist. Wir haben allerdings beim letzten Mal eine andere Konstellation gehabt mit der Fernbedienung mit dran. Und da können wir tatsächlich das Gain komplett aufdrehen, weil wir über die Fernbedienung das Gain auch wieder zurückdrehen. Insofern lassen wir jetzt erstmal das Gain auf minimal und schauen erstmal, was am Subwoofer dann so rauskommt, weil wir können ja am Autoradio den Subwoofer separat steuern. Die Phase muss hier bei 0 Grad sein, also das heißt ein nicht gedrückter Schalter. Ihr könnt euch das aber zum Frontsystem direkt mal anhören. Ob ihr den drückt oder nicht drückt, könnte es sein, dass der Bass sich ein bisschen verändert, je nachdem, was euch besser gefällt. Die Frequenz könnt ihr direkt auch so einstellen, dass wir hier bei 50 Hertz unten sind. Bei den Woofern ist es tatsächlich so, dass man das am besten nach unten regelt, dann klingt der Woofer auch am sattersten. Je weiter ihr den aufdreht, umso heller klingt der und es ist eigentlich akustisch nicht schön, direkt hier auf 50 Hertz ganz unten lassen. Jetzt können wir unsere Stromversorgung dran machen und den Woofer tatsächlich mal anhören, beziehungsweise auch, wenn wir dann wissen, das passt alles, können wir den jetzt noch festschrauben mit 4 Schrauben hier in den dicken Boden hier rein. So, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf, aber jetzt merkt man, Subwoofer, der läuft noch gar nicht, weil wir müssen den in den Soundeinstellungen natürlich auch erstmal anschalten. Und jetzt merken wir hören den eigentlich immer noch nicht richtig. Und dazu gehen wir jetzt in die Einstellung für die Pegel. Und da habe ich jetzt das so eingestellt, es ist jetzt bei Mitte quasi. Jetzt kann ich ein bisschen mehr Subwoofer oder auch weniger Subwoofer machen, wenn ich möchte. Aber in der Einstellung, in der Mitte, höre ich den Subwoofer immer noch nicht. Also muss ich das Gain des Subwoofers tatsächlich jetzt noch mal weiter aufdrehen, damit ich ihn hier auch höre und entsprechend lauter machen kann oder auch leiser machen kann. Was wir jetzt ebenfalls noch machen können, wir könnten jetzt in die Frequenzweichen reingehen und unserem Frontsystem Front einen Filter einstellen mit 12 dB Oktaven, pro Oktave Flankensteilheit bei zum Beispiel 63 Hertz. Das heißt, wir nehmen jetzt dem Frontlautsprechersystem ein bisschen in dem Bereich Bass weg, wo er vielleicht eh nach ganz oben raus bei hohen Lautstärken Probleme macht, und machen es umgekehrt für den Subwoofer. Geben wir rein eine Frequenz von 63 Hertz, ebenfalls mit der Flankensteilheit. Das heißt, das spielt ja jetzt unser Subwoofer, was der 16 cm Lautsprecher jetzt nicht mehr machen muss. Damit können wir jetzt auch höhere Gesamtlautstärken fahren, weil ja unser Frontlautsprechersystem die optimalste Frequenz hat, auch für hohe Lautstärken, weil das untere macht jetzt einen Subwoofer separat. Das ist eigentlich der ganze Sinn der Sache. Am Subwoofer haben wir ja die Frequenzweiche auch, wo wir vorhin schon gesagt haben, hey, mach die ganz runter. Wenn wir natürlich ein Autoradio haben, wo wir die Frequenzen separat einstellen können für einen Subwoofer, also praktisch genau das gleiche, was hier an der Endstufe ist, können wir natürlich an der Endstufe auch tatsächlich die Frequenz ganz nach oben drehen,
damit der ganze Frequenzbereich erstmal durchkommt und wir über unser Autoradio die Frequenz entsprechend einstellen können, weil sonst wäre es eventuell auch doppelt gemoppelt. Jetzt ist alles eingestellt, jetzt können wir unsere Schrauben hier reinmachen und die in den Teppich da und in den dicken Bodenwulst mit reinschrauben, dann hat der Subwoofer auch seinen Halt und dann können wir noch einen Soundcheck machen. Gut. Soundcheck, Leute. Wir drehen jetzt mal ein bisschen auf. Und das Aufdrehen ist jetzt schon viel lauter wie vorher als Originalzustand, aber den brauchen wir ja wirklich nicht mehr. So, jetzt kommen wir mal. Das sind schon sehr hohe Lautstärken, obwohl wir hier noch nicht die ganze Leistung ausgekostet haben, aber bis hierher klingt es total klar und sauber. So, aber ich habe den Woofer noch gar nicht an. So klingt es mit Woofer. Leute, ich schwöre euch, egal wie laut der Diesel von diesem Fahrzeug ist oder wie schnell ihr fahrt, ihr hört das andere um euch drumherum nicht mehr. So ist eine Soundanlage echt, wie man sie sich wünscht, dass sie eigentlich von Werk ab schon drin wäre, weil da gibt es nichts zu meckern. Weil das ist jetzt einfach was Schönes und jetzt kann man seine Fahrt genießen. Der Bass ist jetzt kein Diskothekenbass, ja? Das ist ein anderer Seedwoofer, ein Aktivwoofer. Der macht jetzt hier nicht den Rückspiegel zum Vibrieren und ihr werdet auch Nachbarn damit nicht auf den Geist gehen. Aber das ist genau der Woofer, der den Bass, das Bassfundament so schön zu dem Frontsystem dazu harmonisiert, dass es alles aus einem schönen Guss klingt. Und jetzt könnt ihr auch egal was für eine Musik anhören, das klingt einfach richtig gut und satt mit Bass. Somit sind wir jetzt beim Ford Transit auch da, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben euch jetzt mal gezeigt, was Sache ist, wo ihr euch dran betätigen könnt in eurer Freizeit oder ein Hobby draus machen. Und wir haben natürlich noch viele andere Videos, wo es darum geht, geilen Sound in coole Karren zu bauen. Und wir nehmen euch mit und möchten euch mitnehmen. Und somit sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Olli.